Moin Moin und willkommen zu einem neuen Video auf der Kress Garage. Im letzten Video habe ich euch das Unboxing des neuen Yokomo RS1 gezeigt und in diesem Video möchte ich anfangen, den Yokomo RS1 aufzubauen. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch noch die Elektronik zeigen. Lasst uns darüber mal reden. Also fangen wir mal beim Servo an. Wir haben hier jetzt den SRT Low Profile D1 Servo. Von der Geschwindigkeit her hat der 0,07 und kostet so um die 60 Euro. Als Motor-Regler-Kombo haben wir uns an der BWS Fun-Klasse in Berlin orientiert. Hier fahren wir den JustDock 215 Motor von Hobbywing mit dem Hobbywing JustDock XR10 Regler. Genau, und dann haben wir hier noch einen kleinen Lüfter für den Motor. Und für den Aufbau gehen wir jetzt an einen anderen Arbeitsplatz. Schön, dass ihr noch da seid. Dann lass uns beginnen. Wir brauchen als allererstes die Chassisplatte. So, dann machen wir das mal auf. Das Akkuklebeband können wir uns für später irgendwann aufheben. Also Oberseite und Unterseite erkennt man daran als erstes. Hier sind keine Vertiefungen für die Schraublöcher. Hier schon, weil es kommen Flachkopfschrauben ran. Dann brauchen wir logischerweise Tüte 1 und Tüte 2. Dann haben wir hier einmal den Spurblock. In jeder Tüte sind immer die Schrauben, die ihr für diesen Schritt braucht, enthalten. Hier sind jetzt so Plastik-Unterlegscheiben. Am besten, wenn ihr sowas habt, knipst ihr das hier mit so einer Zange ab. Wenn nicht, wird wahrscheinlich auch ein Nagelknipser oder ein Cutter funktionieren. Oh, die sind verschieden dick. Hier sind zwei dickere, hier sind zwei dünnere. Dann als erstes kommen hier in die beiden Schraublöcher, also hier ist vorne, hier in die beiden Schraublöcher diese Türme für die Lenkung nachher drauf. Bell Crank Post. Mit zwei Unterlegscheiben drunter jeweils, einmal hier als erstes die dünne. Dann die dickere. Sind die Schrauben alle gleich? Ja. 4x8 mm lange Flachkopfschrauben. Falls ihr irgendwie mit Schrauben durcheinander kommen solltet, bei Flachkopfschrauben, wenn ihr eine Schiebelehre habt, müsst ihr immer mit dem Kopf messen. Und später werden dann sicher auch Rundkopfschrauben vorkommen. Die dürft ihr dann auf gar keinen Fall mit Kopf messen. Rundkopfschrauben immer ohne Kopf messen. Also hier in der Anleitung stehen dann nochmal die Längen, die ihr braucht für die verschiedenen Schritte. So. Eine Scheibe, zweite Scheibe. Und diesen Turm erstmal mit der Hand raufdrehen. Geht einfacher. Und dann mit dem Schraubenzieher festschrauben. So. So, beide fest. Als nächstes kommt hier dieses Teil hier, das ist für die Aufhängung. Da werden dann später mit zwei Stahlpins kommen da dann die Schwingen drauf. Das ist für hinten die vordere Seite. Das kommt hier hin. Hier müsst ihr mit der Richtung aufpassen.
Wenn ihr in Plastik schraubt, was bei diesem Auto die meiste Zeit der Fall sein wird, müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu weit schraubt, weil bis die Schraube im Gewinde nur noch durchdreht, weil dann ist das Gewinde, was durch das Schrauben entstanden ist, in dem Teil, das geht dabei dann kaputt. Und dann könnte die Schraube beim Fahren einfach rausfallen. Also sobald es ziemlich fest wird, einfach aufhören zu schrauben. So, ist ein bisschen fest. Bisschen fest. Als nächstes Tüte 2. Hier sind die Bulkheads und die Motorhalterung. Und natürlich Schrauben. Kann ich eigentlich auch schon aufmachen. Scheinen aber alle gleich lang zu sein. Hier steht 12 mal eine 3x8 mm Flachkopfschraube. Dann mache ich als erstes mal die Motorhalterung. Auf diese Löcher wird die Motorhalterung geschraubt. Wenn ihr solche Sachen festschraubt auf die Chassisplatte, dann als erstes immer noch nicht ganz festschrauben und erst wenn alle Schrauben drin sind, alle gleichmäßig festschrauben, dass sich die Chassisplatte nicht verbiegt oder sonstiges. Also einfach nur leicht festschrauben, dass hier noch Spiel ist. Dann auf der anderen Seite. Ich habe hier jetzt leider keinen Schraubenkleber, keine Schraubensicherung da. Aber in den allermeisten Fällen, wenn es sich nicht bewegen soll, wenn ihr in Aluminium schraubt, solltet ihr Schraubensicherung einen winzigen Tropfen auf die Schraube tun, dass das Ganze dann nochmal stabiler ist. So, jetzt sind alle Schrauben locker drin. Und jetzt zieht ihr hier erst eine Schraube fest, dann hier eine. So. Also Motorhalterung ist befestigt. Als nächstes kommen die Bulkheads. Bei den Bulkheads müsst ihr aufpassen, die sind unterschiedlich für vorne und hinten. Hier habt ihr die Löcher für die Bulkheads und hier ist noch so ein kleines Loch für so einen Plastikstift, der hier unten rausguckt. Das muss genau da reinpassen. Und ihr müsst dabei darauf achten, dass die Seite mit den Löchern nach außen guckt. Das heißt, wenn ich das hier jetzt passend draufsetzen würde, dann würde die Seite mit Löchern, also hier die Seite, würde nach innen gucken. Heißt, das ist nicht das Richtige. Und es gibt eine längere und eine kürzere Seite. Die längere Seite guckt so nach innen, also zur Mitte des Fahrzeugs. Also das hier wäre jetzt in dem Fall der richtige Bulkhead. Auch hier schraubt ihr in Plastik, also nicht ganz festziehen bis zum geht nicht mehr. Und jetzt die eine festziehen. Ups. Fest. Jetzt der zweite. Wenn ihr übrigens in Plastik schraubt, kann es gut passieren, weil in Plastik vorher noch kein Gewinde drin ist. Das entsteht erst durchs erste Mal reinschrauben. Kann es gut passieren, dass die Schraube leicht schief wird. Aber in der Regel dreht sie sich dann beim Reinschrauben wieder gerade. Wenn nicht, einfach einmal wieder rausschrauben und dann wieder versuchen, möglichst gerade reinzuschrauben. Das war jetzt vorne, jetzt kommt hinten.
Und der letzte. So, jetzt sind wir mit dem ersten Schritt sozusagen, also mit der ersten Seite fertig. Jetzt kommen schon die beiden Differentiale. Tüte 3. Hier sind jetzt Schrauben, Gummidichtungen. Hier sind die Zähne, die Zahnräder. Hier sind noch die Cups, Kugellager. Und hier ist noch mehr für die Dichtung. Also ein Diff besteht hier aus zwei Hälften. Die eine Hälfte ist die so eine etwas größere, da kommen die ganzen Zahnräder rein und dann macht ihr einfach wie so ein Deckel, schließt ihr das Ganze. Also hier ist eine kleine Explosionszeichnung vom Differential. Falls ihr ein bisschen euch fragt, wie das Ganze hier zusammengebaut wird. Also, wir haben hier die eine Hälfte von unserem Diff. Achso, besser wäre vielleicht, alles erstmal hier zu öffnen. Müsst ihr aufpassen, dass hier nicht solche Shims noch in der Tüte bleiben. Kann man manchmal übersehen, weil die so silber sind. Als erstes haben wir hier pro Diff zwei Stifte, die in der Mitte eine Einkerbung haben. Und das Ganze scheint so zusammenzukommen, zu so einem Kreuz. So, dann haben wir hier, also auf dieses Kreuz kommen jetzt hier diese kleineren Zähne. So rum, dass die Zähne zur Mitte zeigen, ist wichtig. So, die werden sich am Anfang erstmal schwer drehen, wahrscheinlich. Am besten einfach ein bisschen drehen. Dann geht das Ganze auch gleich wieder leichter. So, dann tun wir mal die anderen Zahnräder noch drauf. Müsst ihr am besten alle mal so ein bisschen rumdrehen, gucken. Aber in der Regel sollte es, je mehr ihr damit fahrt, desto leichter wird sich dann wahrscheinlich das Ganze auch drehen. Hier also so kommen die dann zusammen. Bevor ihr die Zahnräder hier reintut, kommt noch von unten so ein Cup rein mit zwei, also naja, das eine ist keine Scheibe, sondern also einmal kommt hier so ein Gummiring rein und dann noch mal so eine Metallschimm, dass da auch kein Öl ausläuft. Wenn ihr das professionell machen wollt und euch hundertprozentig sicher gehen wollt, dass da kein Öl ausläuft, könnt ihr diese ganzen Gummidichtungsteile noch vorher in Öl einlegen, in sowas wie Dämpferöl, Difföl, sowas. Oder es gibt auch spezielles Grease dafür. Ich mache das jetzt einfach ohne. Passt schon. Hier von außen rein, wie in der Explosionszeichnung. Dann so eine Schimm, so eine Metall. Oh, am besten nicht verlieren. So, und dann kommt hier so ein Cup, wo dann später hier die Achse reinkommt. Also das ist sozusagen das Teil, was die Kraft dann überträgt. Kann man das so sagen? Kommt hier von außen rein. Und jetzt sollte das so auf der Innenseite ein bisschen rausgucken. Als erstes kommt so ein Gummiring rein. So. Und jetzt kommt hinterher nochmal so eine Metallscheibe. Alles auch schön gut runterdrücken, dass der Pin dann, der da gleich reinkommt, auch Platz hat. Ich mache das mal hier mit so einer Zange, dann kann ich beide Seiten gleichzeitig runterdrücken. So.
Und jetzt gibt es hier diese kleinen Pins, diese kleinen Stifte hier. Und dann müsst ihr, also hier gibt es extra nochmal im Div so Einkerbungen dafür, dass ihr hier leichter mit einer Pinzette dann den Pin reintun könnt. So, dann nehme ich mir hier so einen Pin mit einer Pinzette, guck, dass diese Kerbe hier mit dem Loch übereinstimmt. Da ist dann ein Loch. So, geht doch. Jetzt ist er drin. Und jetzt kommt da unten so eins von den etwas größeren Zahnrädern. Also, damit ihr das etwas besser sehen könnt, hier sind zwei verschiedene Größen, einmal ein kleines, einmal ein großes. Und die großen kommen dann hier in die Mitte auf den Pin. Dafür gibt es dann auf der Unterseite noch so eine Einkerbung. Passt direkt. So. Und da drauf kommt dann dieses Zahnradkreuz hier. Hier gibt es dann auch nochmal so Einkerbungen an der Seite für die Stifte. Dann drückt ihr das so ein bisschen runter. Und jetzt habt ihr die eine Hälfte von einem Div sozusagen fertig. Und dann ganz wichtig, auch schlau, dass ich das noch gar nicht rausgeholt habe. Hier gibt es ja so eine Öl- und Schmiertüte. Die braucht ihr jetzt für das Diff und auch später für die Dämpfer. Also hier ist eine Flasche Dämpferöl, 450er. Das heben wir uns mal für später auf. Was wir jetzt brauchen, ist diese kleine Dose hier. Das ist Grease. Und hier beim Yokomo RS1 nutzt man anstatt Diff-Öl dieses Grease, also dieses Schmierzeugs. So sieht das aus. So, also das soll man dann hier auf die Zahnräder verteilen. Also das Schmiermittel ist jetzt nicht hochgiftig, das darf ruhig an die Finger kommen. Aber also essen solltet ihr es nicht. So, einfach hier an diese ganzen Zahnräder verteilen. So, ich denke mal, das sollte reichen. Vielleicht ist es auch zu viel, vielleicht auch zu wenig. Also wipe on. Ich soll das nicht in Grease tränken. Ich glaube, das passt so. Dann kommt jetzt hier so ein Gummidichtungsring drauf. Hier außen. Vielleicht kann ich den ein bisschen schmieren, dass das hier so dicht wird. So mit dem Finger rum. So, dann einfach hier außen drauf. Und dann das Plastik sag ich schon, Papier. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich auch irgendwas zum Dichthalten. In der Anleitung ist jetzt einfach hier so eine Zeichnung, wie alles einfach raufkommt. Leichter ist es, wenn ihr diesen Ring hier auf den Deckel tut, weil der hat hier so Plastiktürme, die rausgucken. Dann kann sich der Ring nicht verschieben. Jetzt ist er drauf. Runterdrücken. Also hier steht jetzt nichts von irgendwie, dass ihr auf diesen Ring Grease drauf tun solltet. Beim WD-12 war das der Fall. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt machen soll oder nicht.
Ich mache es einfach so, wie es in der Anleitung steht. Dann kommt hier auf der Seite, genau wie bei dem Ding hier, kommt auch wieder so ein Cup rein. Davor braucht ihr auch wieder den schwarzen Gummidichtungsring, der hier raufkommt. So. Und dann diese Scheibe einfach von oben drauf. Und dann den Cup. So. Und jetzt wieder von oben den roten Dichtungsring drauf. Runterdrücken. Oh. Und wieder den silbernen Ring drauf, den größeren. Jetzt noch ein Tipp. Gleich, wenn ihr das zusammenbauen müsst, müsst ihr den Deckel so rumhalten und dass das Zahnrad, was gleich raufkommt oder jetzt raufkommt, nicht runterfällt, könnt ihr auch ein bisschen Grease verwenden und hier einfach auf diesen Pin drauf machen, dass das Zahnrad gleich so ein bisschen kleben bleibt durch das Schmiermittel. Also ihr könnt dann zum Beispiel hier von innen so oder auch hier außen bisschen ran machen. Dann bleibt es einfach oben an der Decke kleben und fällt nicht jedes Mal runter. Kann sehr nervig sein. So, jetzt haben wir das. Und jetzt kommt es einfach von oben drauf. Auch hier müsst ihr wieder aufpassen, dass diese schwarzen Türme mit den Kerben hier Einkerbungen übereinstimmen, dass das Ganze auch passt. So zusammendrücken. Und jetzt noch mit vier Schrauben festschrauben. Hier, die sind jetzt etwas kleiner, da braucht ihr einen kleineren Schraubenschlüssel, Schraubenzieher. Ist der? Ja. Und auch hier wieder nicht alle Schrauben einzeln festziehen, sondern erst alle ordentlich festziehen, wenn die Schrauben drin sind. So möglichst gerade. Wenn es leicht schief ist, ist nicht schlimm. Dreht sich auch wieder gerade. Ups. Ach so, jetzt habe ich natürlich was falsch gemacht. Eigentlich am besten diagonal. Nicht, dass jetzt so die eine Seite, oh, die eine Seite fest ist und die andere Seite dann so noch ganz lose und nach oben gebogen wird. So, letzte Schraube. So, jetzt habe ich die festgezogen und jetzt die gegenüber, also diagonal gegenüber, die ziehe ich als nächstes fest, dass sich das gleichmäßig festzieht. So, dann haben wir einen Diff fertig. So, jetzt kommt das zweite, das baut ihr einfach genauso auf wie das erste. So, ich bin jetzt fertig mit beiden Diffs. So sehen die jetzt aus. Drehen sich beide eigentlich gleich. Gleich gut, gleich schlecht. Und als nächstes kommen jetzt hier zwei Kugellager drauf, weil das Ganze soll sich auch drehen. Und dann noch solche Plastikringe. Hier das Plastikkreuz sollte man noch rausklipsen. Mit diesen Ringen, also die haben hier auf der Unterseite, kann man es sehen, haben die so ganz, ganz kleine runde Einkerbungen. Damit kann man dann später, das werdet ihr auch noch sehen, die Riemenspannung einstellen durch das Drehen von diesem Ring.
Hier sind jetzt die Ringe. Vier Stück und vier Kugellager. Die Kugellager sind schon vorgeölt. Also ihr müsst die nicht nochmal neu ölen. Wenn ihr richtig, richtig gut laufende Kugellager haben wollt, dann könnt ihr die auch nochmal sauber machen. Entweder mit einem Ultraschallgerät und danach mit Bremsenreiniger in so einen speziellen, wie nennt man das, in einer Dose. Oder die Dose reicht eigentlich auch schon. Und danach wichtig, nochmal neu ölen. Entweder mit Kugellageröl oder Dry Fluid nennt sich das. Das tut eigentlich das gleiche wie Öl, aber es sammelt keinen Dreck, also es ist nicht so klebrig. Aber ich tue die jetzt einfach so drauf, hier über den Cup, auf dieses Stück Plastik, was hier rausguckt, kommt es so drauf. Und dann der Ring. Müsst ihr auch aufpassen, es gibt eine Außen- und eine Innenseite. So, also dass diese flache Seite mit diesen paar Strichen, die auf der dickeren Seite sind, also die zeigt nach außen. So. Und so. Und jetzt ist ein Differential sozusagen komplett fertig. Es gibt so ein Werkzeug, hier jetzt von MR33, zum Kugellager testen. Also die fühlen sich schon sehr ölig an, also die sind gut geölt, sag ich mal. Und wenn ihr jetzt so dreht, eigentlich könnte man die nochmal waschen und dann neu ölen. Aber so funktionieren sie auch. So, jetzt sind beide Differentiale fertig. So, weiter geht's auf der nächsten Seite. Seite 6, Tüte 4. Hier haben wir jetzt zwei Riemen. Das Hauptzahnrad und dann noch Teile der Bulkheads, die oben drauf kommen. Machen wir das mal auf. Also das Auto hat ja einen Mittelmotor. Dadurch sind beide Riemen hinten und vorne gleich lang. Hier jetzt noch also zwei Scheiben, wo dann später der Riemen drauflaufen wird. Die kommen dann so aufs Hauptzahnrad. Hier ist noch so ein Spurblock für die Schwingen. Schrauben. Noch mehr Schrauben. Das hier müssen wir noch abknipsen. Wenn sowas entsteht beim Abknipsen, wenn man es nicht richtig sauber macht, dann hier immer nochmal nachbessern. So, dass das hier auch glatt ist. Jetzt haben wir hier ein Teil, was hier so rausguckt und eins ohne. Wir brauchen jetzt als erstes das hier. Da kommt das Hauptzahnrad jetzt drauf. Hier sollte das jetzt noch mit den Löchern übereinstimmen, dass man das auch festschrauben kann. So. Raufdrücken. Und jetzt kommen da vier Schrauben mit einem ganz interessanten Flachkopf rauf. Die sind hier. Oh, aufpassen. Hier sind ganz, ganz kleine Metallkügelchen und ganz, ganz kleine Metallfedern drin. Das kommt auch noch gleich. Das ist für die Bulkheads wichtig. Und für die Riemenspannung. Aufpassen bei dieser Tüte. So winzig klein sind die Kugeln. Davon sind keine Ersatzkugeln dabei, also wenn ihr davon eine verliert, ist ein bisschen doof. Aber jetzt geht es erstmal um diese Schrauben hier.
Hier sind so ganz spezielle Schrauben mit dabei, mit so einem ganz, ganz flachen Kopf. Mit denen hier schraubt ihr das Hauptzahnrad fest. Das müsste jetzt fest sein. One eternity later. Ich dachte, das Hauptzahnrad kommt hier auf einen der langen Löcher. Ich habe das in der Anleitung nicht so gut gesehen, aber es kommt in dieses obere Loch da. Das schraube ich jetzt kurz fest. Deswegen sind hier diese glatten Flächen sind einfach nur dafür da, dass das hier reingeschoben werden kann. So. In die Motorhalterung, in diese Schiene hier. Kann man das sehen? Also Hauptzahnrad jetzt schon drauf. Schimm drauf und festschrauben. So, Hauptzahnrad ist fest. Also, es gibt zwei ganz, ganz wichtige Dinge zu sagen. Die erste Sache ist, wenn ihr das Hauptzahnrad drauf bekommen wollt, müsst ihr die Motorhalterung wieder abschrauben, weil sonst das Hauptzahnrad nicht drauf passt. Und die zweite Sache, den Fehler habe ich jetzt auch gemacht, bevor ihr alles wieder auf die Chassisplatte schraubt, den Riemen, der hinten lang läuft, schon rauf tun, dass ihr nicht nochmal alles abschrauben müsst. Diesmal mit Hauptzahnrad, mit Riemen. Also jetzt habt ihr das Hauptzahnrad auf der Motorhalterung mit einem Riemen, der hinter dem Hauptzahnrad lang läuft. So, jetzt könnt ihr von unten das Hauptzahnrad sehen. Nicht wundern, wenn die Chassisplatte jetzt hier so viele Flecke hat, das ist alles noch vom Grease. Oben ist jetzt das Hauptzahnrad auf der Motorhalterung. Mit dem Riemen. Und jetzt könnt ihr den Riemen, also den vorderen Riemen, auch noch draufschrauben. Also wichtig ist jetzt hier vorne und hinten kann man übrigens erkennen, hier die Chassisplatte ist ein bisschen dicker als vorne. Hier geht die ziemlich schmal zu. Der Riemen innen geht nach hinten und der Riemen außen geht nach vorne. So sieht das Ganze dann am Ende theoretisch aus. Also als nächstes wollte ich gerade die Differentiale einbauen. Bevor ihr das macht, müsst ihr aber noch in die Bulkheads. Da haben die so kleine Löcher. Und da kommt als erstes eine winzig kleine Feder rein. Und als nächstes kommt eine winzig kleine Metallkugel rauf. So, jetzt sitzt da eine kleine Metallkugel. Das machen wir auf allen Seiten. Jetzt sind überall die Kugeln drin mit den Federn. Die sind jetzt dazu da. Vorhin hatte ich euch ja gezeigt, dass das Diff hier auf diesen Ringen so Löcher hat. Und in diese Löcher muss diese Kugel rein. Also die Seite, die dickere Seite von dem Ring mit den Löchern muss jetzt beim Einbauen nach unten gucken. Natürlich muss der Riemen auch auf dem Differential sitzen. So, und ihr seht jetzt hier die dickere Seite mit den Punkten zeigt nach unten auf beiden Seiten oder zumindest fast. Hier liegt es jetzt nicht ganz auf. Das müssen wir jetzt so drehen. Also es ist wichtig, dass beide Seiten gleich sind. So wäre dann sozusagen die Nullstellung. Dass die Striche alle gerade sind.
Das mache ich auf der anderen Seite jetzt auch. So, ich habe jetzt beide Seiten gleich gemacht. Wenn ihr jetzt diesen Ring verdrehen würdet, sodass diese Seite nach hinten zeigt, dann würde sich das gesamte Differential nach vorne bewegen ein Stück und dadurch wäre die Riemenspannung nicht mehr so fest. Also, man kann mit diesen Ringen durch das Verdrehen der Ringe die Spannung der Riemen einstellen. So, jetzt baue ich noch vorne das Differential ein. Als erstes den Riemen drauf. So, sitzt. Jetzt beenden wir noch die Bulkheads. Das sind diese spoilerartigen Plastikteile. Die müssen wir wieder vom Rest entfernen. Jetzt haben wir ein Bulkhead Cap Front und ein Rear. Okay, also der einzige Unterschied, den ich jetzt entdeckt habe, ist, dass die eine Bulkhead Cap, kann man vielleicht schwer erkennen, hier eine richtige Kante hat. Und beim anderen geht das smooth über. Diese Rampe hier. Da, wo es smooth übergeht, ist für hinten. Das lege ich mir jetzt so hin. Und da, wo es diese Einkerbung gibt, ist für vorne. Jetzt haben wir hier 8 3x10 Rundkopfschrauben. Die werden hier jetzt dafür verwendet. Das war's für vorne. So, das waren die Bulkhead Caps. So sieht das jetzt aus. Hier ist vorne, hier ist hinten. Hauptzahnrad dreht sich, Riemen drehen sich, Diffs drehen sich. Als letztes kommt noch der Spurblock. Also der Spurblock kommt vorne auf die hintere Seite rein. Der hat hier so einen Tunnel. Der andere hat das nicht. Und der Spurblock soll über den Riemen gehen vorne. Jetzt habe ich hier die restlichen zwei Flachkopfschrauben, womit ich das festschrauben kann. So sieht das Auto jetzt aus. Vorne hat schon auf der Innenseite einen Spurblock. Hinten hat es auf der Innenseite einen Spurblock. Hauptzahnrad mit Motorhalterung sitzt. Die Bulkheads mit Diff sitzen. Der Riemen ist jetzt drin verbaut. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr kein weiteres Video dieser Serie verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und nächstes Mal geht's dann mit Tüte 5 weiter. Wenn ihr weitere Fragen zu diesem Chassis habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, sie euch zu beantworten. Lasst noch gerne ein Like da, wenn das Video euch gefallen hat. Ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal.